Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einer Preview von Frostpunk 2. Ja, ihr werdet euch vielleicht wundern, Preview, das Spiel erscheint ja erst am 25. Juli, ist dann also noch ein bisschen hin. Aber aktuell startet eine Open Beta des Spiels. Und zwar heute, wenn dieses Video hochgeladen wird, läuft das bis zum 22. April, 15. bis 22. eine Woche lang. Open Beta heißt, jeder kann im Prinzip teilnehmen, mit einer nicht ganz irrelevanten Einschränkung. Ihr müsst die Deluxe-Version des Spiels besitzen, also schon gekauft haben, oder ihr könnt es jetzt auch noch kaufen, dann könnt ihr teilhaben an dieser Open Beta. Zweite Einschränkung, das Spiel ist natürlich noch nicht fertig, aktuell nur auf Englisch. In der Release-Version wird es auch auf Deutsch sein und die Kampagnen und die Mission, was es auch immer da geben wird, die sind nicht verfügbar, sondern nur in Anführungsstrichen die Sandbox. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt von Frostpunk 2. Der Sandbox-Modus wird viel besser funktionieren und viel mehr Wiederspielbarkeit ermöglichen. Der ist also jetzt spielbar, auch allerdings zeitlich begrenzt, aber großzügig begrenzt. So viel dazu. Bevor ich jetzt gleich einsteige, muss ich eine kleine Warnung vorweggeben. Und zwar an diejenigen, die sich noch gar nicht mit Frostpunk 2 beschäftigt haben und Frostpunk 1 kennen. Ihr werdet vielleicht auf den ersten Blick erstmal enttäuscht sein, denn Frostpunk 2 ist doch auf den ersten Blick zumindest sehr anders als Frostpunk 1. Gebt dem Spiel mal eine Chance. Ich war auch zuerst skeptisch, habe ein paar Stunden reingespielt und gemerkt, es spielt sich zwar sehr, sehr anders, das Spielgefühl ist auch ein anderes, aber im Kern hat es die gleiche Dringlichkeit, die gleiche Dramatik, wie wir das von Frostpunk 1 kennen, bloß ein bisschen auf einer anderen Ebene. So viel der mysteriösen Andeutungen. Jetzt schauen wir uns das konkret an. Also ihr seht es hier schon, Story ist nicht verfügbar, aber die Sandbox, die heißt Utopia Builder Preview. Gut. Man sieht aber schon, was man hier bekommt mit dieser Sandbox. Erstmal gibt es unterschiedliche Ambitionen. Also gewissermaßen Spielziele, die man erreichen will, um die Partie zu gewinnen. Kolonisierung ist das, was jetzt in dieser Preview, in dieser Beta verfügbar ist. Das heißt, man muss jenseits der Stadt Kolonien gründen. Ihr seht das hier, kommen wir später noch dazu. Es wird noch Utopia geben. 40.000 Einwohner muss man haben. Und da merkt ihr schon, okay, Frostpunk 2 hat eine ganz andere Skalierung, eine ganz andere Dimension. Es wird geben Population, da muss man 80.000 haben. Und Prosperity, da muss man dann bestimmte Rohstoffe gebunkert haben. So, das aber ist alles noch nicht verfügbar, aber schon mal interessant zu sehen. Kolonisierung ist verfügbar. Was man außerdem auswählen kann, ist, dass es 4 Karten gibt. Und die sind nun kombinierbar mit den Ambitionen und verändern natürlich auch nochmal das Spiel wesentlich. Auch hier ist es so, dass in der Preview, in der Open Beta, nur eine Karte verfügbar ist. Nämlich diese hier, Windswept Peaks. So, das ist das nächste. Dann gibt es in diesem Spiel sogenannte Gemeinschaften. Das sind, ja, Gruppen, die unterschiedliche Weltanschauungen haben, so kann man sie, glaube ich, bezeichnen. Und das prägt sehr stark das Spiel, denn ich kann schon eins vorwegnehmen, Frostpunk 2 ist viel stärker ein politisches Spiel. Wie das funktioniert, werden wir sehen. Und diese Communities, diese Gemeinschaften, werden sehr stark das Spielerlebnis beeinflussen. Es gibt hier schon mal zur Auswahl Maschinisten und Sammler. Dann gibt es Arbeiter und Händler. Aber auch die sind schon nicht mehr verfügbar. Also auch hier in der Open Beta ist nur das verfügbar. Aber wir gucken mal, was es noch gibt. Lords and Thinkers und Random. Ja, es klingt jetzt immer ein bisschen wenig, das sind ja nur 3x2, aber ich habe auf der Gamescom mit den Entwicklern gesprochen. Das ist ein zentraler Bestandteil von Frostpunk 2 und da wird es viel, viel mehr geben. Da ist alles Mögliche denkbar, wie Kommunisten und Kapitalisten oder was auch immer. Also da werden sie sich viel ausdenken. Und wenn man random macht, dann wird aus dem vorhandenen Spektrum eben zufällig was gewählt. So, Communities, aber hier in dieser Open Beta Maschinisten und Sammler. Und dann kann man die Schwierigkeit einstellen. Hier tatsächlich ist Easy, Medium und Hard verfügbar. Es wird auch noch Extrem geben. Das ist nicht verfügbar. Ich werde eigentlich auf Medium erstmal spielen. Denn das Spiel hat mir schon, ich habe ein paar wenige Stunden schon ausprobiert, hat mir schon richtig einen auf die Fresse gegeben in Medium. Gut, man kannte die Spielmechanik noch nicht so richtig, aber es ist gewohnt hart. So,
Die Tutorials kann man nicht abschalten. Das ist auch okay. Werde ich jetzt auch nutzen für euch. Wir beginnen das Ganze. Schon sehr, sehr eindrucksvoll, sehr gruselig, dieses Gesicht hier. Okay, da sind wir. Ein neuer Anfang. Das Ende der Welt ändert die Menschen. Es hat uns geändert. Uns, wir, die Sammler. Und jetzt werden diese beiden Fraktionen vorgestellt. Wobei, streng genommen sind es auch keine Fraktionen, sondern erstmal nur Gemeinschaften. Fraktionen wird es nämlich auch noch geben. Also, die Sammler sind diejenigen, die quasi in Frostpunk 1 draußen waren. Das sind die, die rausgegangen sind ins Frostland, dort überlebt haben. Überlebenskünstler, und dementsprechend hat das ihr Denken verändert. Und die Maschinisten sind die, die im Prinzip, ich sag mal, die Ingenieure von Frostpunk 1, die die Stadt gebaut haben, die Maschinen gewartet haben. Und die haben eine ganz unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Das wird uns sehr, sehr beschäftigen. Das ist zentraler Bestandteil dieses neuen Spiels. Wir sind Steward, Verwalter, nennen wir uns Bürgermeister dieser Stadt. Und wir müssen jetzt diese Konflikte irgendwie im Zaum halten oder sie uns zunutze machen oder uns auf eine Seite schlagen und gleichzeitig die Stadt irgendwie regieren. So, die Preview ist beschränkt auf 300 Wochen. Und ihr merkt, die Skalierung ist eine völlig andere. Das ist aber schon relativ großzügig. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, und das ist jetzt die Karte. Und ihr seht, hier wird einmal der Kartenname eingeblendet und darunter dann quasi die Ambition, das Ziel, das wir mit dieser Karte verfolgen. Und das erste Thema ist, dass Kohle ausgeht. Ja, wir sind über die letzten Jahre stark gewachsen, haben aber irgendwie mit den Anpassungen zu lange gewartet. Unsere Kohlevorräte erschöpfen sich. Wir müssen das Frostland kolonisieren. Aber zuerst sollten wir Kohle nutzen, die in der Gegend um die Stadt herum gefunden wurde. Wir müssen Frostbreaking Crews aussenden, um Zugang zu erhalten. So, zack. Und jetzt muss ich kurz mal erstmal pausieren, weil es muss kurz ein bisschen was erklärt werden. Also, Frostpunk 1 kümmerte sich um ein paar hundert maximal Überlebende, die hier am Generator versucht haben, klarzukommen. Das war eigentlich kein postapokalyptisches Spiel, Frostpunk 1, sondern ein apokalyptisches Spiel. Wir waren mittendrin in der Apokalypse und mussten versuchen, dass die Gemeinschaft überlebt. Jetzt haben wir ein tatsächlich postapokalyptisches Spiel. Das Ganze ist geschehen. Die Menschheit hat irgendwie überlebt, Gemeinschaften, und ist gewachsen. Das heißt, wir befinden uns ein paar, sagen wir mal, Jahrzehnte nach den Ereignissen. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie genau Frostpunk 1 datiert ist. Wir sehen hier tatsächlich sogar ein Datum, 1916. Und ihr seht, wir haben eine Bevölkerung von fast 8000 schon hier in der Stadt. Das heißt, es funktioniert jetzt irgendwie, aber natürlich alles sehr bedrohlich nach wie vor. Die Probleme sind ähnliche. Und bei so einer wachsenden Bevölkerung kommen aber jetzt neben den Ressourcenproblemen eben politische Probleme hinzu. Das heißt, wie die Menschen mit unterschiedlichen Anschauungen umgehen, wie das irgendwie übereingebracht wird, ob es einen Konsens gibt und so weiter und so fort. So, das ist das eine. Das ist jetzt erstmal das Stadtgebiet. Das wird uns stark beschäftigen, weil wir uns hier drin expandieren werden. Und da gibt es aber natürlich auch die Frostlande, die groß sind. Schaut euch das an. Hier ist unfassbar viel. Wie komme ich zurück zur Stadt? Jetzt habe ich sie verloren. Ja, es ist riesig. Die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Aber wir fangen erstmal hier an. So, ich orientiere mich jetzt schon mal stark an dem Tutorial, das uns jetzt hier bestimmte Ziele gibt. Und als erstes müssen wir uns einen Zugang verschaffen zur Kohle über die Frostbreaker. Und was es hier für Ressourcen gibt, sieht man in dieser Ansicht. Das ist diese Frostbreaking-Ansicht. Das heißt, es gibt jetzt hier so eine Eisschicht, die müssen wir erstmal wegbaggern, um Gebiete nutzbar zu machen. Und ihr seht, was gibt es in der Umgebung? Es gibt Materialien. Es gibt hier so Außenhandelsstationen, Waystations heißen die.
Da kann man dann später die Teams rausschicken. Es gibt Nahrung. Und es gibt, die Materialien sind unterschiedlich. Das sieht man eigentlich hier erstmal nur. Da haben wir Eisen. Was haben wir hier? Das ist auch Eisen. Das ist gefrorener Wald. Da gibt es halt... Ja, das ist alles Materialien. Also Eisen oder gefrorener Wald gibt halt alles Materialien. Das ist so ein abstrakter Überbegriff. Insofern, ihr seht es hier, von den Ressourcen haben wir im Kern Kohle. Wir haben Materialien und wir haben Nahrung und neu dazu Güter. Dazu kommen wir später noch. Okay, aber wir sollen jetzt uns zur Kohle baggern. So, und wir haben jetzt Kohle. Und das müssen wir jetzt mal checken, in welche Richtung wir jetzt eigentlich gehen wollen. Wir haben Kohle da hinten und wir haben Kohle hier. Das ist relativ nah an dem schon ausgebaggerten Bereich. Und jetzt können wir Frostbreaking machen. Frostbreaking kostet Geld. Ah ja, Geld ist auch noch eine Ressource, von der ich noch nicht berichtet habe. Geld heißt hier Heat Stamps. Ja, also Hitzestempel ist, glaube ich, die richtige Übersetzung. Das wird hier auch nochmal erläutert. Im Prinzip war das früher so eine Art Währung, der bemessen wird, wie viel Anrecht man auf eine bestimmte Menge an Hitze hat. Und das wurde zur allgemeinen Währung. Mhm. So, und wir haben jetzt ein Einkommen von 11. Das wird berechnet aus der Bevölkerungsgröße, modifiziert durch die nicht, also abgezogen werden davon die nicht gedeckten Güterbedürfnisse. Weil wir haben hier zu wenig Güter. Wie auch immer. Also das kostet jetzt 40 Heatstamps. Wir haben 850. Und das kostet auch Arbeiter. Wir haben hier eine Bevölkerung von fast 8000. Aber die Arbeitskräfte sind 60%. Das kann man, glaube ich, auch noch verändern durch Gesetze. Sind aktuell 4800. Also kein Problem. Die können daran arbeiten. Und jetzt haben wir eine bestimmte Anzahl von Feldern, die wir freischaufeln können. Ihr seht das an diesem Rädchen. Das finde ich sehr elegant gemacht. Wenn das voll ist, ist Schluss. Wir müssen also aber einfach nur zu Kohle vordringen, können aber das nutzen, um schon für andere Zwecke Gebiete jetzt freizumachen. Ob das jetzt so sinnvoll war, wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Diese Hexfelder, die es am Ende sind und die Belegung dieser Hexfelder wird eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen. Platzmangel ist ein Thema, auch hier, aber anders als man es gewohnt ist. Gut, wir lassen jetzt einfach mal die Zeit laufen. Normalerweise würde ich jetzt schon anfangen, vermutlich eine Güterindustrie zu bauen. Aber ich werde mich jetzt mal sehr strikt erstmal an dieses Tutorial halten. Man wird jetzt erstmal sehr eng geführt. Und es mag euch jetzt ziemlich banal vorkommen, was wir jetzt alles tun. Aber das ist, glaube ich, trotzdem wichtig, um einmal die ganze Spielmechanik zu verstehen, die dahinter steht. Wir werden an einen Punkt kommen, wo das Spiel uns dann relativ entlässt und dann wird es auch schon richtig knifflig, kann ich jetzt schon mal sagen. So, hier wird uns alles Mögliche schon erläutert, aber ich glaube, das meiste habe ich euch schon erklärt, deswegen ignorieren wir das mal. Ich werde mich ein bisschen daran orientieren, was hier als Tutorial-Hinweise kommt, für das, was ich euch erkläre, sonst würde ich jetzt zu viel am Anfang auf einmal erklären. So, hier sind die Bagger. Das finde ich nicht ganz so schön. Die verschwinden einfach. Also man sieht sie nicht irgendwie da ankommen. Egal, sie haben ihre Arbeit getan. Also sie sind so schemenhaft symbolisch angedeutet. Jetzt haben wir hier die Kohle freigelegt. Man sieht es so ein bisschen. Und jetzt können wir, um die jetzt zu fördern, ein Distrikt bauen. Das ist das erste große Konzept, was man jetzt verstehen muss. Wir bauen jetzt ja eine Stadt auf. Im Prinzip ist das ein City Builder. Und diese Stadt besteht aber nicht aus Einzelgebäuden, sondern aus Distrikten. Das ist quasi hier der zentrale Distrikt. In diesem befindet sich der Generator, so wie wir ihn gewohnt sind. Es gibt auch wieder Overdrive, das gibt es auch. Und wir können den Generator auch ausschalten, wollen wir natürlich nicht. Also, wir bauen jetzt einen Extraktionsdistrikt. Und das ist ein allgemeiner Distrikt, der jetzt entweder Materialien oder Kohle nutzt. Das heißt, entweder die Eisen oder ich glaube auch Frozen Forest oder eben Kohle. Und je nachdem, worauf man das macht, bringt es Unterschiedliches. Bei Kohle, ihr seht es, 120 standardmäßig. So, und auch hier benötigen wir Arbeitskräfte und die sind jetzt dauerhaft dort gebunden. 600 Leute, außer müssen wir 120 Heatstamps bezahlen. Und jetzt wird es spannend. Es gibt zusätzlich auch noch eine Nachfrage. Das heißt, dieser Distrikt, der
verbraucht konstant jetzt 50 Rohmaterialien im Betrieb. So, und außerdem ist die Kohle hier auch begrenzt. Ihr seht es, 450.000. Wir produzieren in einer Woche 120 Kohle. Ja. So, und jetzt müssen wir hier wieder die Hexfelder bestimmen. Und auch hier bin ich mir wirklich nicht sicher, was hier eine gute Strategie ist. Ich mache es jetzt einfach mal frei nach Schnauze. Ihr werdet das sehen. Und der Bau beginnt. Und ihr seht, es wird hier so eine Art Straßentrasse dorthin errichtet. So, wir machen einfach noch mal weiter. Das Gute ist, im Moment haben wir einen Stockpilen-Vorrat von 20.000 Materialien. Das heißt, die Fabrik wird sich erstmal aus dem Stockpile bedienen. Jetzt würdet ihr vielleicht denken, okay, wenn der aufgebraucht ist, wenn wir keine Materialien mehr haben, dann hört die Fabrik auf. Nein, so ist das nicht. Wenn eine Nachfrage nicht erfüllt wird, dann hat dies einfach auf andere Elemente dann Auswirkungen. Und zwar in diesem Falle erhöht es die Zahl der Ruinen. Also ich sag mal so, die Infrastruktur wird einfach abgenutzt. Und das sind hier diese Problembereiche, die hier oben schon angezeigt werden. Im Moment gibt es keine Ruinen, alles gut. Aber es gibt ein Problem. Wir haben kein Wohnraum. Stimmt, das ist das, was man als erstes wahrscheinlich jetzt machen würde. Kommt auch gleich noch. Also das ist schwarz, heißt ist aktiv und ist growing, wird ein zunehmendes Problem. Das heißt, wenn Demands nicht erfüllt werden, hat das immer Auswirkungen auf bestimmte Bereiche, also auf Kriminalität, auf Gesundheit, auf Infrastruktur, auf Hunger oder auf Kälte. Und je nachdem, wie drängender diese Sachen sind, umso ja, mehr unangenehme Dinge passieren, dann sagen wir es mal so. So, währenddessen wird jetzt hier dieser Extraktionsdistrikt gebaut. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen Kohle fördern. Im Moment haben wir nur 70 Kohle. Und das wird jetzt mehr werden. Nächstes Thema: Unterkunft. Schutz vor Kälte. So, erstmal, wir haben jetzt Kohle für unseren Generator gesichert. Jetzt brauchen wir Unterkunft. Ansonsten werden die Leute zu Tode frieren. Klar. So, je näher am Generator, umso besser. Dürfen keine Wärme verlieren. Gleich mal direkt pausiert. Das ist jetzt das nächste Thema. Und da gucken wir uns das mal an. Also, wir haben 8000 Population. Insofern brauchen wir jetzt nicht 8000 Häuser oder 4000, sondern es wird über so einen abstrakten Wert der Shelter definiert. Und die Nachfrage liegt bei 121. Und das wird sogar hier noch differenziert zwischen Sammlern und Maschinisten. Davon erfüllen wir im Moment 90. Und dann wir sehen unten auch Output, woher diese 90 kommen, nämlich vom Zentraldistrikt. Und unerfüllt sind 31 Shelter. Und auch hier ist es so, die Konsequenz, kein Shelter zu haben, ist in diesem Falle, dass Kälte ein Problem wird. Cold. Und Cold wiederum ist natürlich, wird dazu führen, dass Leute eher krank werden. Das heißt, das hat wie gewohnt mächtige Auswirkungen. So, also, wir sollen zwei Housing Districts bauen und optional, wir sollen die Wärme des Zentraldistriktes nutzen oder von einem anderen Wohndistrikt, indem wir das in der Nähe angrenzend bauen. Denn es gibt Angrenzungseffekte. So, aber wir gucken uns das erstmal an. Und zwar, Housing District kostet uns für die Konstruktion. Da muss man jetzt immer unterscheiden, was kostet die Konstruktion, was kostet es dauerhaft. Die Konstruktion kostet 200 Arbeiter und 100 Heatstamps. Dauerhaft brauchen wir aber 200 Arbeiter, um überhaupt diesen Distrikt am Laufen zu halten. Außerdem 40 Hitze. Das heißt, die Nachfrage nach Hitze steigt an und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir sehen jetzt erstmal die Kohle, ne? Wir sehen, wir haben im Stockpile fast 7000. Wir verbrauchen im Moment 70 durch den Generator und haben einen Output von 120. Das heißt 50 am Tag. Entschuldigt, diese Werte, die wir hier sehen, sind keine Wochenwerte, sondern Tageswerte. Das habe ich eben falsch gesagt. Also, wir bekommen 50 am Tag plus, was eine Menge ist. Und wir sehen, in 65 Wochen würde das Lager komplett voll sein. Jetzt ist die spannende Sache mit der Hitze. Und zwar funktioniert das jetzt mit dem Generator ein bisschen anders. Grundsätzlich, wenn ich es richtig verstanden habe, bisher war es so, kann der Generator im Prinzip
beliebig viel Hitze spenden. Der wird einfach weiterverteilt über, nennen wir es Subgeneratoren, da wo man will. Es verbraucht einfach immer nur mehr Kohle. So, das heißt, wenn wir jetzt so ein Housing District haben, der kostet 40 Hitze, wird sich also der Hitzebedarf auf 110 erhöhen und damit auch der Kohlebedarf. Das heißt, der Hitzebedarf ist, da muss, für den muss man immer genauso viel Treibstoff, Brennstoff zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn wir das jetzt bauen und wenn wir zwei bauen, sind es 80, haben wir also 150 Hitzebedarf und dann auch wiederum 150 Kohlebedarf. Das heißt, wir hatten dann schon wieder zu wenig Kohle. Das Prinzip muss einmal verstanden werden. So, aber wir können das wiederum reduzieren, indem wir irgendwas nah bauen hier am Zentraldistrikt. Entschuldigt. Und bekommen hier Hitze gutgeschrieben. Und hier bin ich mir noch nicht ganz so im Klaren, was das jetzt strategisch bedeutet. Oder bautechnisch. Normalerweise würde das ja bedeuten, dass es eigentlich am sinnvollsten ist, quasi so eine Art Ring zu bauen, ne? Weil uns das. Ah, ich glaube, das ist begrenzt. Ich sehe gerade, das ist begrenzt auf drei Slots. Ah, okay, das ist eine neue Erkenntnis. Gut, dann kann man es auch so bauen, dass man diese Dreierpunkte ausnutzt. Und dann weitergeht. Wobei komischerweise die Anzeige jetzt nicht mehr kommt. Aber ich mache es das nochmal. Ja, also hier sind drei Punkte. Wenn ich, wahrscheinlich, wenn ich die drei Punkte fülle, dann bekomme ich plus 5 Hitze. So wird das sein. Gut, dann können wir ja die anderen drei weiter dahinter nutzen. Und dann wird das jetzt gebaut. Das ist Nummer eins. Und wir werden noch ein zweites bauen und gucken mal, ob wir theoretisch da schon ranbauen können. Ja, schaut mal. Also. Es muss halt nur eine Verbindung zu einem Wohndistrikt oder zu einem Zentraldistrikt haben. Dann bekommt man die Hitze gut geschrieben. Jetzt ist schon mal ein interessanter Punkt. Würde man jetzt hier an die Extraktionszone rangehen, würde man Smog bekommen und damit hier Infrastrukturprobleme. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ich bin am Überlegen, ja, inwieweit dehnen wir uns jetzt aus? Ich weiß es nicht genau. Machen wir mal so. Eins, zwei, drei, da haben wir das abgedeckt. Und dann gehen wir noch hier hin. Man kann nämlich die auch noch wieder mit denen expandieren später. Das wird dann auch nochmal ein relevanter Faktor. Und insofern könnte man ja sagen, man baut wirklich einen kompletten Ring, aber da kann man wiederum nicht expandieren. Es ist wirklich, es wird nachher richtig knifflig und puzzelig, weil der Platz wird immer geringer und dann hast du plötzlich unerwünschte Angrenzungseffekte, die du nicht haben willst, weil du es in der Vorplanung nicht richtig beachtet hast und, und. Wir sehen im Übrigen, dass jetzt Gesundheit Thema wird. Durch Kälte natürlich, weil die Leute immer noch keine Unterkunft haben, an der wir aber jetzt fleißig arbeiten. Wir können auch ein bisschen schneller machen, würde ich sagen. Wir sehen übrigens sehr schön, wie hier, also diese Lichtstreifen, als ob man hier so ein Zeitraffereffekt heißt das, glaube ich, hat. Und wir haben hier ein Ereignis. Die Sicherung der Zukunft. So, uns wird gesagt, dass wir mehr Kohle extrahieren, als wir brauchen. Wir sollten also aufpassen auf die Lagerkapazitäten und wir könnten Depots bauen. Das gibt es natürlich auch. Es gibt verschiedene Arten von Depots. Gucken wir uns das kurz an. Das sind Einzelgebäude, die man in Distrikte bauen kann. Nahrung, Heizstoff, Güter und Materialien. Aber wir wissen ja jetzt schon, dass unsere Kohle schon nicht reichen wird. Wir brauchen da keinen Stockpile. Das ist kein Problem. Das hier allerdings, das ist das große Problem. Shelter. So, ich hoffe, wir können es dann auch gleich lösen. Ja, man hätte es gleich bauen können, wenn man schon weiß, worauf das hier hinausläuft. Dann kann man es auch gleich bauen. Würde man wahrscheinlich normalerweise machen. Ich folge jetzt erstmal ganz brav dem Tutorial. Aber wir kriegen noch eine Info. Ja, die Leute haben Kälteprobleme. Ja, wir müssen was tun. Die brauchen Wohnraum, ist klar. Ja. Kriegen wir hin. Sind wir gerade dabei. So, jetzt haben wir das Ziel erstmal erreicht. Also, mit Hitze vom Generator und Wohnraum sind wir erstmal sicher vor der Kälte. Aber wenn die Stadt wächst, wird es nicht genug sein. Ja, wir haben natürlich auch ein Wachstum. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt. Mit jedem Wachstum gibt es höheren Verbrauch, höheren Bedarf. Und alles wird immer komplizierter.
Die Maschinisten und die Sammler haben unterschiedliche Meinungen, wie man die Stadt weiterentwickeln kann. Wir brauchen einen Platz, um die Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Und dafür brauchen wir ein Forschungsinstitut. Das ist bekannt. Um das bauen zu können, müssen wir aber ein Distrikt, und in diesem Falle muss es ein Wohndistrikt sein, erweitern, um eben diese erweiterten Gebäude bauen zu können. Das ist die nächste Aufgabe. So, man sieht das auch, Gebäude, hier seht ihr es. Wir haben ein neues, nämlich dieses Forschungsinstitut. Und das verlangt, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo sieht, wo man das hinbauen muss. Also, man braucht es, okay, das wird nicht angezeigt. Man braucht auf jeden Fall einen ausgebauten Distrikt. Und ausbauen tut man das so über diesen Button, kostet mal 50 Heat Stamps. Und dann kann man nochmal drei quasi Plätze weiter in Anspruch nehmen. Sollte aber diesen Heat-Effekt offenbar mit beachten. Wir haben ja jetzt schon drei Dots, insofern gehen wir einfach hier weiter. So, der Ausbau erfolgt jetzt. Ich will übrigens mal gucken. Ja, schaut mal, wir haben tatsächlich hier den Effekt gut geschrieben. Denn normalerweise müssten ja zwei Housing Districts müssten 40 kosten. Aber hier sehen wir, modifiziert durch die Wärme der näher gelegenen. Ah, und ich sehe gerade hier, oh, das ist spannend, dass wir hier sogar zweimal minus 5 bekommen, weil wir einmal am Generator dran sind und einmal an dem anderen Wohndistrikt. Das heißt, das hätte man jetzt schon vielleicht ein bisschen optimieren können, indem man das Ding auch an den Generator und an den Wohndistrikt hätte bauen können. Ah, alles klar. Gut, wusste ich nicht. Gleich mal was gelernt. So, unsere nächsten Aufgaben sind, wir sollen jetzt einen Wohndistrikt ausbauen, das machen wir gerade, dann ein Forschungsinstitut bauen, dann Kohleminen erforschen und das Gebäude, was wir dort erforscht haben, bauen im Extraktionsdistrikt. Ja, ihr seht, alles jetzt sehr eng geführt, tutorialmäßig, aber schon nicht ganz unwichtig, um zu verstehen, wie das Ganze hier funktioniert. Und wir sehen auch 135 Hitze, 135 Kohle. Dadurch, dass wir noch einen Stockpile haben, kein Problem. Würden wir jetzt keine Kohle mehr haben, würde Hitze nicht erfüllt werden. Und damit würde das quasi zu Kälte führen. Also das ist das Grundprinzip hier. So, der Ausbau ist erfolgt. Jetzt, und ich pausiere mal wieder, können wir dieses Forschungsinstitut bauen. Wir brauchen dauerhaft 400 Leute, die dort arbeiten. Und es kostet dauerhaft 20 Hitze. Da wird es reingesetzt. Doch hier müssen wir einen Augenblick warten, ehe das Ganze gebaut wird. Dann beginnt die Forschung. Gibt es hier noch was Neues, was uns hier gezeigt wird? Nö, das ist eigentlich das Forschungsinstitut. Alles klar. All dies, was ich euch erzähle, würdet ihr jetzt hier auch alles erfahren über das sehr, sehr, sehr gute Tutorial-System. Überhaupt, das ganze UI ist extrem gut durchdacht. Es sieht alles erstmal sehr klein aus, ist auch klein, aber es ist auch sehr schick und wirklich gut durchdacht. Also mir sind da noch keine Probleme aufgefallen. Alles sehr, sehr übersichtlich und logisch organisiert das Ganze. So, jetzt werden wir mit den unterschiedlichen Ideen konfrontiert der Gemeinschaften. Ja, eine kleine Gruppe versammelt sich vor dem Forschungsinstitut. Sie diskutieren darüber, wie man jetzt die Kohleminen dort, wie man die am besten ausbeutet. Die Maschinisten wollen, dass wir das irgendwie mit Maschinen erledigen. Die Sammler, die wollen irgendwie über Einsparungen gehen. Und ja, und jetzt können wir uns das anschauen. Wir müssen jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Und dafür gibt es, ja, man könnte sagen Forschungsbaum, aber
Es ist ein bisschen anders gedacht bei Frostpunk 2. Es ist ein Ideenbaum. Es geht darum, dass es unterschiedliche Ideen gibt, wie man Probleme lösen kann in dieser Gemeinschaft. Und das Ganze ist so strukturiert, dass tatsächlich jedes Feld, es bei jedem Feld quasi eine unterschiedliche Idee gibt von den entsprechenden Gemeinschaften. Und tatsächlich ist auch noch am Anfang alles gar nicht so richtig ersichtlich, sondern man muss sich erst, man muss quasi so ein bisschen vorarbeiten. Ja. Man sieht aber schon zumindest in der zweiten Reihe, um welche Themen es geht. Materialien, Güter, Heizkraft. Hier geht es um Adaption, um Rausgehen. Und das Ganze ist jetzt im Moment auch nur einer von drei Bereichen. Es gibt auch noch den ökonomischen Bereich, das ist der Überlebensbereich. Es gibt den ökonomischen Bereich und es gibt den Gesellschaftsbereich. So, aber tutorialtechnisch sollen wir uns jetzt um die Kohleminen kümmern. Das machen wir. So, die Frage ist jetzt, wie können wir mehr Kohle bekommen? Und darauf haben die Gemeinschaften unterschiedliche Antworten. Die Sammler wollen so eine Staubkohlemine, wo sie diesen Kohlenstaub irgendwie noch mitsammeln und in Briketts pressen, wenn ich das richtig verstehe, um einfach mehr rauszubekommen. Und jetzt seht ihr, was das kostet und bringt. Bringt 150 Kohle nochmal pro Tag mehr. Allerdings ist das nicht gut für die Gesundheit und es kostet 20 Materialien. Außerdem natürlich noch Konstruktionskosten und 400 Arbeiter. Was wollen die Maschinisten? Die Maschinisten wollen andere Maschinen nutzen, Grinding Machines, die irgendwie schneller arbeiten oder so. Der Output ist hier sogar noch ein bisschen größer. Sie brauchen weniger Arbeitskräfte. Allerdings ist die Infrastruktur stärker belastet, während hier Krankheit nur etwas stärker zum Tragen kommt. Und sie brauchen viel, viel mehr Materialien. Tja, da müssen wir uns jetzt entscheiden. Und ich werde mich entscheiden, glaube ich, für die Sammler. Nutzen wir diesen Kohlenstaub. Um das jetzt überhaupt erstmal zu entwickeln, diese Idee, braucht es Zeit und wieder Geld. 50 Heatstamps. Habe ich aber jetzt... Ne, habe ich irgendwie nicht in Auftrag gegeben. Jetzt. So, und wir sehen jetzt hier unten, wächst jetzt der Balken an. Also noch jetzt der weiße wird schwarz werden, wenn das Ganze fertig ist. Und wir sehen, das Ganze dauert 15 Wochen ungefähr, bis wir das erforscht haben. Ja, jetzt ist die Frage, halten wir uns jetzt stupide an das Tutorial oder wollen wir vielleicht bis dahin noch was anderes bauen? Wir sehen zum Beispiel, dass wir... Wir gucken jetzt mal vielleicht ein paar Werte uns an. Wir sehen, dass wir zu wenig... Obwohl... Nee, doch, wir haben zu wenig... Stopp. Wir haben... Das ist doch mal interessant. Wir haben zu wenig Essen. Die Nachfrage liegt bei 160. Der Output steht hier bei 160, aber ihr seht, nur 20 davon ist selbst erzeugt, 140 kommt vom Stockpile. Das heißt, wir haben noch Vorräte für 35 Wochen. Das ist also ein großes Thema. Man sieht hier unter auch so leicht angedeutet Spending. Das heißt, da gibt man was aus. Sieht man auch an diesen pulsierenden Pfeilen, die nach unten gehen. So, Materialien haben wir auch überhaupt nichts. Geben wir komplett aus und Güter haben wir sowieso ein Problem. Und an Kohle arbeiten wir ja gerade. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Greifen wir jetzt schon vor? Wisst ihr was? Wir greifen schon ein bisschen vor. Wir frostbreaken mal Nahrung. So, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir überhaupt Nahrung? Ich sehe hier oben nur Nahrung. Kann das die einzige Nahrungsquelle sein? Ich bin deswegen jetzt ein bisschen erstaunt, weil... Ah, hier haben wir schon Nahrung. Okay, alles klar. Genau. Also da könnten wir schon was bauen. Das sehen wir deshalb nicht, weil es schon freigelegt wird. Okay, hier habe ich tatsächlich ein kleineres Interface-Problem. Sehe ich jetzt doch. Es ist sehr unscheinbar zu sehen, was hier auf der Karte eigentlich in der Nähe ist. Muss immer drüber hovern, damit einem das angezeigt wird. Und wenn man diese Ansicht... wählt,
dann wird einem nicht das angezeigt, was man schon freigeschaufelt hat, sondern nur da, was von Schnee bedeckt ist. Naja. Gut. Ja, greife ich jetzt dem Tutorial vor, weil ich meinte, das ist klar, die Leute, das ist nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall da was für Nahrung. Ich mache das einfach. Ich bin jetzt mal so frech. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Wir bauen jetzt, das ist einfach super dringend, wir bauen jetzt so ein Food District. Gibt uns auch nur 60 Food. Reicht noch nicht mal. So, ich weiß nicht, ob das auch noch einen Angrenzungseffekt hat. Baue ich das lieber jetzt nach hinten raus? Fragen über Fragen. Machen wir es einfach. Hauen wir raus jetzt. Greifen dem schon ein bisschen vor. Wir können, glaube ich, aber jetzt mal die Zeit noch schneller laufen lassen. Denn wir warten jetzt eigentlich auf den Abschluss dieser Forschung. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt total was durcheinander gebracht habe, weil, wenn wir das jetzt bauen, haben wir zwar jetzt schon ein bisschen mehr Nahrung, aber wir geben natürlich deutlich mehr Kohle aus, als das Tutorial jetzt vielleicht geplant hat. Okay, möglicherweise mache ich jetzt alles kaputt. So, das Ding läuft jetzt. Ja, wir geben auch mehr Rohmaterialien aus. Oh Gott, in 20 Wochen sind wir damit durch. Ja, produzieren immerhin jetzt 60 Nahrung selbst. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht hätte ich geduldig sein sollen. Ich meine, wir können... Na, wir hatten kurzzeitig Kranke. Die sind aber jetzt wieder zurückgekehrt. Kranke reduzieren die Arbeitskräfte. Wir können natürlich jetzt weitermachen mit diesem Vorgreifen. Und schon mal irgendwas anderes bauen. Ach, ich lasse es lieber, ne? Oh mein Gott. Was habe ich getan? Ja, ich denke, wir können das schon irgendwie kompensieren. Oh Gott, die Kohle reicht noch für 6 Wochen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ne? Verbraucht natürlich auch mehr Kohle. Ich könnte das Ding allerdings auch ausschalten. Ja. Dann ist der Effekt jetzt nicht so gravierend. Beziehungsweise es wäre so, als ob ich es gar nicht gebaut habe. Ist vielleicht besser. Folgen wir mal weiter dem Tutorial. Das Spiel sagt einem, wann man die Freiheit hat, jetzt wirklich loszulegen. So, wir haben die Forschung. Und jetzt lernen wir ein neues Konzept kennen. Das will ich hier kurz mir doch mal anschauen. Nämlich, da geht es um Vertrauen. Da geht es darum, wie viel Zutrauen jetzt die Menschen haben in uns als Verantwortliche. Und das wiederum hängt mit den Beziehungen zu den Gemeinschaften und später Fraktionen zusammen. Aber auch Entscheidungen und Aktionen, die man trifft. Ja. Und am Ende, wenn das Vertrauen, glaube ich, auf Null geht, ist meines Wissens Game Over. Dann gibt es einen Umsturz. Dann führt man die Stadt nicht weiter. So, wir sollen jetzt dieses neue Ding hier reinsetzen. Also das ist diese Dust Coal Mine. Kostet 400 Arbeitskräfte. 80 Heatstamps, kein Problem. Auch Materialien. Bringt uns aber 150 Kohle. Das ist schon entscheidend. Denn wir haben einen Verbrauch von 155. Und produzieren im Moment nur 120. Und das würde uns erstmal eine lange Zeit weiterhelfen. Okay, alles klar. So, den Teil haben wir geschafft. Jetzt brauchen wir einen Platz, um die Differenzen irgendwie auszuhandeln. Und zwar ein Ratsgebäude. Da wird später die Musik spielen. Das kann ich schon mal ankündigen. Und das können wir im zentralen Distrikt bauen. Das steht uns jetzt hier zur Verfügung. Das Ganze kostet 80 Heatstamps, kostet auch wieder Wärme, aber ist ganz wesentlich für das, was bald dieses Spiel ausmachen wird. Oder die Dramatik. Denn die ist vorprogrammiert. Zumindest wenn man so wie ich das Spiel gerade erst kennenlernt, kann einem das sehr schnell um die Ohren alles fliegen. So, ihr seht, jetzt kommt gut Kohle rein.
115 pro Tag wird gelagert. Sehr schön. Rohmaterialien hält nur für 16 Wochen. Nahrung für 19 Wochen. Okay. So, das Ratsgebäude ist gebaut. So sieht das Ganze aus. Ganz schön irgendwie auch ein bisschen mondän, muss man sagen. Und der Moment ist gekommen, der ersten Ratssitzung. So, die Leute jubeln. Ja, noch jubeln sie. naja, sie finden Mut wieder, irgendwie ein Stück weit Normalität und so weiter. Die Maschinisten und Sammler, die geraten aneinander, wegen der Überlebensstrategie. Okay, das ist nochmal eine wichtige Information. Diese beiden Gemeinschaften, die sind sich sehr, liegen im Streit über die, bei der Überlebensstrategie, während bei den ökonomischen und sozialen Fragen die keine feste Positionierung haben. Das ist wichtig. Aber viele in ihren Reihen bleiben im Schatten. In der Tat, da passiert noch einiges. Wir beginnen die erste Ratssitzung. In diesem Rat sitzen immer 100 Delegierte. Das macht es sehr praktisch zu rechnen. Unsere Rolle als Verwalter ist es, Gesetze vorzuschlagen und sie dann zu einer Abstimmung zu bringen. Ja, logischerweise haben die Gemeinschaften unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Man kann alle 10 Wochen ein Gesetz vorschlagen. Und es gibt 3 Bereiche. Einmal Überleben, wobei tatsächlich bestimmte Gesetzesmöglichkeiten noch gar nicht freigeschaltet sind. Davon müssen wir dann erst Ideen entwickeln. Das ist also verbunden miteinander. Ökonomie. Und dann gibt es noch den Bereich der Gemeinschaft. So, und jetzt ist die Frage, was sind jetzt eigentlich unsere drängendsten Probleme? Wir haben gesehen, Nahrung ist ein Problem. Wir haben gesehen, Materialien sind ein Problem. Und jetzt muss man sich ein bisschen anschauen, welche Faktoren man jetzt hier eigentlich beeinflussen kann und möchte. Wir gucken mal bei Survival, weil das sind wirklich die relevanten Sachen. Also wir könnten zum Beispiel über Güter oder über Nahrung Gesetze beschließen. Und das finde ich nicht schlecht. Also Zusatzstoffe für Nahrung ist das eine Thema. Da können wir sagen, entweder Sachen, die gesammelt werden. Dadurch ist der Nahrungsoutput ist erhöht. Oder Chemikalien werden hinzugetan. Das erhöht sehr stark die Nahrungsproduktionseffizienz. Aber erhöht auch leicht die Krankheitsmöglichkeiten. Wir hatten einen anderen Faktor, der die Krankheit erhöht. Deswegen werde ich, glaube ich, vielleicht in diese Richtung gehen. Wir könnten aber auch über Güter sprechen. Wir könnten einmal die Güterproduktionseffizienz signifikant erhöhen oder die Nachfrage marginal senken. Ihr seht hier, auch das wird dann unterstützt von den verschiedenen Gemeinschaften. Ich würde mal sagen, wir starten mit Nahrung. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt richtig ist. Und weil ich jetzt nicht die Gesundheit noch weiter belasten will, werde ich das hier vorschlagen. Etwas, was von den Sammlern unterstützt wird. Jetzt gibt es ein weiteres Konzept, nämlich, dass jedes Gesetz bringt einen im Bereich von bestimmten Werten in eine Richtung. Es gibt so 3 Wertebereiche. Und das hat auch noch einen interessanten Gesamteffekt über die Zeit. Je nachdem, in welche Richtung man seine Gesellschaft organisiert, hat das dann gravierende Auswirkungen. Wir schlagen das mal vor. So, das System ist jetzt folgendermaßen. Natürlich ist der Rat jetzt irgendwie gespalten. Und das wird jetzt einem so dargestellt. Wir wissen sicher, dass 38 Leute dafür sind, 25 Leute dagegen und 37 Leute sind unentschieden. Was könnte man machen? Man könnte das Ganze jetzt starten und dann setzt man ein bisschen auf den Glücksfaktor, weil man einfach nicht weiß, wie diese 37 Leute abstimmen werden. Man könnte aber auch jetzt
Verhandlung beginnen mit den Fraktionen. Wir gucken uns das mal kurz an. Jetzt muss man entscheiden, mit wem man verhandelt. Mit den Sammlern oder mit den Maschinisten. Hier weiß man, sind die meisten dagegen. Man könnte jetzt zu den Maschinisten sagen und sagen, bitte stimmt für dieses Gesetz. Und da muss man ihnen aber irgendwas anbieten. Also, man bietet ihnen an, dass man ihre Projekte finanziert. Das heißt, man müsste das Geld für sie ausgeben, was okay ist. Man könnte ihnen anbieten, dass man diese Staubkohle wieder kaputt macht, weil die ja dagegen waren. Oder dass man könnte ihnen anbieten, dass man für sie eine andere, ich sag mal, Politik einführt, die sie ganz gut finden. Wenn man hier auf Nummer sicher gehen will. Und so geht das natürlich auch, wenn man möchte, dass sie dagegen stimmen. So, aber wir gehen hier zurück. Und das ist jetzt, also das ist so der Teil, wo es dann politisch wird, weil man, ja, es geht um Gefallen, um Versprechen und all diese Geschichten. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir schon 38 haben und brauchen 51 Stimmen, dass das reichen wird bei 37 unentschlossen. Deswegen werde ich jetzt nicht verhandeln, sondern gleich die Abstimmung forcieren. Was man jetzt auch machen könnte, man könnte die Delegierten unter Druck setzen. Damit würde man also in Notfällen, wo man irgendwie nichts anderes zur Verfügung hat, einfach seine Autorität quasi nutzen. Allerdings ist unsere Autorität jetzt nicht die beste. Wenn ich das machen würde, seht ihr, würde das enorm auf das Vertrauen zurückschlagen und würde aber tatsächlich jetzt hier schon eine sichere Mehrheit bringen. Machen wir aber nicht. Ich gehe auf Vote. Wir gucken, ob es nicht auch so hinhaut. So, die 38 waren dafür, 51 sind benötigt. Jetzt wird ausgezählt und ja. Ich habe richtig gelegen. Das geht durch. So. Das neue Gesetz, dem ist zugestimmt worden. Gut, die Herausforderungen liegen vor uns. So, also die Kohle war ein Erfolg, aber die Sache wird nicht lange halten. Wir müssen das Forstland erkunden, um eine permanente Quelle von Heizstoff irgendwie zu bekommen. Das ist der erste Schritt unserer Kolonisierungsbemühungen. Wenn wir das nicht machen, dann wird die Stadt keine Zukunft haben. Das ist jetzt das Ende dieser eng gefassten Tutorial-Aufgaben. Jetzt werden wir gewissermaßen entlassen. So. Und damit wird jetzt das Frostland auch ein großes Thema werden. Denn wir müssen mit diesen Geschichten, mit dieser Erkundung beginnen. Dazu müssen wir einen Logistikdistrikt bauen, um dann Leute rauszuschicken, Erkundungsteams. Und im Übrigen, das, was ich euch gerade erzählt habe, ne, diese drei Gebiete, die quasi so allgemeingültig jetzt so ein bisschen die Ausrichtung der Stadt bestimmen, heißen im Spiel Zeitgeist. Und es gibt Adaption und Progress, Leistung und Gleichheit und Tradition und Vernunft, nennen wir es mal so. Und je nachdem, wie wir agieren, welche Entscheidungen wir treffen, welche Gesetze wir abstimmen, welche Gebäude wir bauen, verändert das unsere Gesellschaft. Und das kann dann wiederum im Laufe des Spiels dann noch weitere gravierende Bedeutung haben, beziehungsweise man kommt vielleicht bestimmte Boni, aber in anderen Bereichen auch Nachteile oder Events oder die Fraktionen oder die Gemeinschaften reagieren in bestimmter Form darauf und, und. Also da ist einiges vermacht. So. Ihr habt jetzt erst einen Bruchteil von dem gesehen, was das Spiel kann. Also vor allem die Dynamik jetzt, die politisch entstehen wird, haben wir noch nicht gesehen. Aber ihr ahnt vielleicht, worauf das hinauslaufen wird. Ich werde in den nächsten Tagen diese Videoreihe fortsetzen, sodass wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr sehen werden. Ob wir die 300 Wochen schaffen, das bezweifle ich ein bisschen. Aber ich denke, für den ersten Eindruck ist das, glaube ich, schon ganz hilfreich. Also, es wird weitergehen. Bis morgen, bis zum nächsten Video. Schaut auch gerne in den Programmkalender. Link in der Videobeschreibung, wenn ihr genau wissen wollt, wann es weitergehen wird. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwald.